Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr zurück seid. Ich habe hier alles Mögliche probiert. Ganz, ganz viele Ideen. Ihr seht schon, hier ist alles kreuz und quer aufgebaut mit solchen kleinen Abteilen. Und man kann das schon hinbekommen. Man kann das schon hinbekommen. Jetzt ist allerdings mein Problem, ich möchte ja oben noch ein Dach drauf machen. Das heißt, wir müssen irgendwie hochkommen. Dieses Freischwebende hier außen, das habe ich mir nochmal überlegt. Das sieht designtechnisch schon nicht gut aus. Wir werden das hier als Treppenhaus verlängern, werden das dann auch schön verkleiden, sodass hier mehr oder weniger ein kleiner Abteil von alleine passiert. Ursprünglicher Plan war, dass wir heute den Laufweg hier als Spiegel machen. Das verschiebe ich jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist nicht so aufregend, wenn ich dieses Ding hier einfach einmal außen rumziehe. Das mache ich mal in einer ruhigen Minute zum Kaffee offscreen. So, der nächste Punkt, was mir so aufgefallen ist, also hier muss man jetzt natürlich gucken, du kannst hier lange nicht mehr alles abbauen. Irgendwelche gehen, manche nicht. Jetzt habe ich mir hier so viel Mühe gemacht mit diesen ja, Frames, will ich jetzt mal sagen. Am Ende ist es doch aber so, dass wir, warte mal, ich hole mal ein bisschen Holz. Achso, ich habe die Seilbahn abgebaut, die muss ich auch wieder setzen. Es ist jetzt später Nachmittag, ich mache jetzt gleich eine kleine Blende. Innerhalb dieser Blende baue ich das alles wieder ab. Ich habe nämlich vor, erstmal das Treppenhaus zu machen und dann die Verstrebungen. Weil dann wird es hier auch ein bisschen enger, weißt du? Dann ist es nicht ganz so kompliziert. Aber was mir zu den Frames so auffallen ist, ne? Ich werde ja nachher das Ding hier zumachen. So. Also ist es im Prinzip auch gar nicht mehr so wichtig, ob ich hier Stützen mache oder nicht Stützen mache. Das Einzige, was ich mir erhalten möchte, ist hier oben so einen kleinen Zwischenbalkon auf einer Erhöhung. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Und zwar einmal hier raus, einmal hier Blick zum See, einmal hier raus. Und das soll auf so einer kleinen Abstufung sein. Und siehst du, hier ist zum Beispiel auch nochmal ein Träger drin. Den brauchst du aber nicht. Ne, wie du siehst, ist es hier so aufgebaut. Und hier brauchst du es nicht. Jetzt müsste ich das oben miteinander verbinden, dann kann ich den wieder rausnehmen und so weiter. Aber lass uns das nochmal aushöhlen. Ich entkerne das jetzt nochmal, stapel das Holz hier schön sauber auf. Und dann machen wir erstmal den Aufgang heute. Und so gegen Mitte der Folge möchte ich mal losziehen. Wir haben doch. Doch, wenn ich so heb, seht ihr es auch, gell? Wir haben ja hier diese verschiedenen Punkte noch einmal da drüben. Blinkt es jetzt nördlich oder wenn ich so drehe, nördlich? Da möchte ich mal hochgehen. A, gucken, ob ich den Taschenlampentyp nochmal looten kann, dass diese Anzeige verschwindet. Und dann nebendran an diesen Spot möchte ich heute nochmal. So, jetzt mache ich eine kleine Blende. Wie gesagt, das wird jetzt hier auch nicht schön anzusehen sein. Ich werde jetzt einfach hier das alles wieder wegschlagen. Einen wunderschönen guten Morgen. Gehen wir uns erstmal. Hallo, ja, Servusle. Jo, ich weiß schon, Helikopter, ne? Ich weiß nicht, vielleicht will sie eigentlich eher da hinten wohnen. Ist immer wieder so täglich grüßt das Murmeltier. Tjung! Bestimmt haben wir da noch irgendwas liegen. Oh, da habe ich aus Versehen in die Arme gestern reingehängt. Meige, Diggerle. Was machen wir mit dir? Hohle. Baumstämme, oder? Warte mal geschwind. Bleibe hier. Folge mir. Geh mal kurz mit mir. Gehen dich gleich hochbringen. Dann kannst du oben ein bisschen Holz einlagern. Also ich habe es jetzt ausgehöhlt. Ein paar Dinger, ein paar so Querstreben, die sind oben noch fest, aber die kommen ja später eh wieder dran. Jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwas zum Essen da ist. Wenn nicht, würde ich mir irgendwas Fertiges gönnen. Und dann bringen wir ihn kurz zur Baustelle. Jo, muss ich mir was Fertiges gönnen. Ich würde sagen, einmal. Einmal, einmal, bitte. Jo, da bin ich mal gespannt, was wir da oben heute finden werden an dem Spot. Ne? Wir wollen ja auch noch ein bisschen die Sachen erkunden, die es zu erkunden gibt. Geo, komm, hau noch einen Riegel rein. Blut verschmiert, der Guderle. So, und ein Schlückchen zu trinken kannst du hier. Dann bist du auch gleich sauber. So, schwubbeli. Wenn oben jetzt noch Stämme sind, hauen wir die gleich runter. Und er kann dann neue besorgen, weißt du? So. Komm, wir laufen heute ausnahmsweise mal. Schubdubidu, schubdubidu. Ich glaube, wir gehen schon wieder auf den Winter zu. Hab ich das Gefühl. Jupp, komm, Digga, gib Gas. Ich weiß jetzt nicht, wer uns oben erwartet. Ich hoffe, niemand. Sollte vielleicht schon mal. Ja, Pfeil habe ich ausgerüstet. Momentan sieht es hier gut aus. Ja, ist doch super. Ist doch super. So, ich hau die schon mal runter. Komm ruhig noch ein Stückchen näher, mein Freund. Und wenn sie kommen, dann kommst du gerade zu mir, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist er heute gut drauf? Hole. Stämme. Und Behälter füllen, bitte. Dass immer ein bisschen Nachschub da ist. So, der Bub ist versorgt. Und dass er auch was zum Befüllen hat, schmeißen wir noch ein paar runter. Irgendwann kommt der große Tag, an dem sie uns schreiben mit dem großen Update.
Mit dem großen Update mussten wir leider alle Bäume wieder machen. Was ich meine? Ich glaube, der rennt jetzt rüber, holt die Baumstämme, oder? Und geht wieder heim. Müssen wir einfach nur schneller sein als er. Er soll neue holen. So, es sei denn, es lagen vorne noch welche rum. Das kann natürlich auch mal sein. Soll ich die Seilbahn nochmal neu spannen? Geht ein bisschen schneller dann, ne? Komm, wir spannen sie nochmal, nehmen das. Ich habe die nämlich weggebaut, weil ich das probiert habe. Kann auch sein, dass jetzt heute gleich richtig bös abgeht. Ne, ich spanne sie nachher. Ich habe ja oben jetzt erstmal welche. Ich muss erst was hinbauen. So, Leute. Also hier kommen wir ja hoch praktisch in den Stehenstock. Und jetzt möchte ich einfach dieses Ding hier erweitern als Treppenhaus, ja. Das heißt, wir haben 6 Stück. Bei 2 wäre hier einmal ganz kurz eine Abgrenzung. Und ich würde sagen, hier. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Jetzt haben wir hier einen Zweierplatz. 2 ist Treppenhaus, 2 und dann nachher noch die Außenseite. Wir können natürlich, wenn wir den Laufweg hier außen haben, den auch halb überdachen, so mit rausgehen und so. Können wir auch alles machen, ne? Ansonsten probieren wir uns jetzt einfach mal. Mach die mal weg. Und jetzt gehst du an die hier. So, wenn wir dann hier praktisch hochkommen, sollst du hier rauskommen. Und dann möchtest du da praktisch nach oben laufen. Da hinten müssen wir dann gucken. Wenn ich da aber noch einen einfüge, haben wir ein Problem. Das werden wir dann gleich sehen. So, der kommt hier hin. Und jetzt muss ich mal gucken, wie kriege ich die Schräge hier hin? Einfach so. Einfach so. Und jetzt machen wir uns mal spaßhalber hier 2 Treppenelemente hin. Das geht schon mal. Und den möchte ich jetzt. Genau. Genau, und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der. Gut, hier wird es ja keinen Balkon geben, da ist dann dafür das Treppenhaus. Wenn ich. Ah. Dankeschön, Dankeschön, ich hab's gehört, nur nicht gesehen, wo du es hingelegt hast. Okay, hier spackt er jetzt rum. Und wenn ich es andersrum mache, geht es ja nicht, ne? Die Frage ist jetzt erstmal, brauche ich das hier? Brauche ich das hier? Brauche ich eigentlich nicht. Mach der mal da nochmal 2 Stufen hin. So. Gucke ich mir gleich nochmal an. Ich will jetzt nur nicht zu viele Stufen bauen. So, also der muss hier rüber. Stopp, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es falsch gemacht, Leute. Ich will ja nachher eine gleichmäßige Geschichte. Das heißt, hier wäre eigentlich das Treppenhaus schon gewesen, ne? Ja gut, das habe ich jetzt verballert. Warte mal geschwind. Mach die mal weg. Die auch. Dann legen wir die da hin. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen. Ich komme hier hoch und müsste dann normalerweise, wenn ich sie auf 2 habe. Ja, das Problem ist, in die Richtung raus geht's nur. Wollen wir das mal probieren, spaßhalber? Ich hätte voll Bock, das kurz mal zu probieren, wenn ich das jetzt so hinmache. Ich will nur wissen, was passiert, weil da müsste ich nämlich von außen mir was bauen. Das kann ich aber kurz berichtigen. Dann laufe ich praktisch außen kurz raus, kann in den Wald gucken und laufe dann von hier wieder hoch, ne? Das heißt, wir wären dann hier. Da tut er. Ne, ne, ne. Du schmeißt noch das Mädel ab unten. Kann sein, dass ich das ganz kurz. Das muss ich jetzt probieren, Leute. Das wäre natürlich geilo. Dann müsste das allerdings hier rein, aber. Dann gib mir mal kurz die Stufen. Dann da raus und von hier dann wieder hoch, ne? Ah, ich will es halt einfach so ein bisschen verschnörkelt, weißt du? Das ist halt so meins, das ist so meine Welt. Ah, oder kann es sein, dass wir dann gar nicht hochkommen? Muss ich probieren, muss ich probieren. Hau die mal rein. Lass uns mal einmal ordentlich hier laufen können, bitte. Ja, da war's. So. Hier bin ich dann außen, das heißt, hier muss dann praktisch eine verstärkte Säule hin. Halt, der war schon richtig. Was ich Vögel hier weggemacht habe. Was ich schon Vögel jetzt hier weggemacht habe. Und da will ich dann hoch, ne? Das heißt, ich mache hier mal einen rein.
Geht es? Ja. Ich weiß nicht, was er macht, der Gute. Aber den haben wir doch oben eigentlich hin, dass er oben Bäume holt, ne? Ne, was machst du denn? Manchmal geht's nicht. Muss mal ein bisschen rumprobieren. So, den habe ich hier drin gebraucht. Hi Spatzel, schön, dass du hochkommst. Freuen wir uns aber. Hui. So, jetzt pass auf, da muss hier einer drauf. Dann muss hier eine Querverstrebung. Die Stufen kann ich nachher wieder wegnehmen. Und jetzt wird es interessant, ob wir hier eine Schräge hinkriegen. Aber ich nehme es an. Warum sollten wir nicht? Aha. Hier spackt er jetzt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den hier reinmachen. Nee. Oh, das kann sein, dass es das jetzt deswegen nicht geht. Weißt du, was ich meine? Wenn ich hier so einen Schrägling reinkriegen will. Da war es doch, oder? Nee. Keine Ahnung, ob das gehen soll oder nicht gehen soll. Ich mache mal da eine Querverstrebung. Geht auch nicht. Mach die mal weg. Das geht. Den da darf ich nicht wegnehmen. Im Moment. Weißt du, ich meine, dass ich dann hier hochlaufen kann. Das heißt, das hier muss ich jetzt nochmal wegmachen. Und wenn ich das jetzt auseinanderbaue, kann sein, dass. Weil ich kann hier nicht schräg oder so, ne? Oder wenn ich in die Hocke gehe oder so. Ne, das erlaubt er mir nicht. Ja, dann haue ich das jetzt kurz weg. Wie gesagt, ich kann das alles wieder aufbauen. Nemi. Eines Tages wird er sich rächen. Er wird mir alle Knochen brechen. Jetzt. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Und der muss jetzt hier. Jau! Okay, das geht. Dann geht's da auch. Fliegt bloß nicht runter. Ich glaube, dann sind wir tot. Ey, hier sagt er, hier will er es nicht. Obwohl ich die rechte Maustaste und alles, ne? Wieso geht's hier nicht? Dass er den drauf macht. Stütze ist drunter. Gut, das muss ich mir angucken. Jetzt haben wir nämlich erstmal das nächste Problem. Wenn wir das so machen wollen, wir müssen die da schon mal hinlegen. Hier komme ich dann hoch aufs Dach. Das ist okay, das will ich so. Jetzt haben wir nur außen die Lauffläche nicht, ne? Das heißt, ich muss von hier einen Außenbalkon ran machen mit diesen Trägern hier. Wie haben wir das gemacht? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich habe euch nicht gehört. Oh, drüber. Mit seinem nackten Ärschle hier. Jo! Hat's in die Spikes reingeschmissen, der alte Sack. Aber den hast du direkt gut weggemacht, den einen da. Andere Möglichkeit habt ihr nicht. Ich hab's ja nicht gehört, ne? Das sind wohl noch welche. Nee, nehm das. Ich glaube, den hätte man nicht braucht. Du musst. Doch, das passt schon. Hier muss ja auch diese Stütze hin, ne? Ich bin gespannt, wie das aussieht gleich. Ja, der war gut. Ist ein Pfeil aufgenommen? Gut. So, hier muss auch einer hin. Perfekt. Und den hier hin. Und jetzt können wir, in der Hoffnung, wir können es wegschlagen, ne? Das müsste aber eigentlich gehen. So. Das ist leider der nicht, den ich brauche. Den da kannst du mir mal geben. Sehr gut. Du kannst ja mal mit dem probieren, aber ich glaube, der ist zu klein.
Ja, der ist zu klein. Scharbübelchen. Ist erledigt wieder, ne? So. Du könntest auch so als Außentreppenhaus lassen, aber wir wollen ja probieren, was geht und was nicht. Wo dann den jetzt? Ach, die Spikes, hast du wieder vergessen, dass die da sind? Und schon ist wieder Rüstung weg. Tut mir leid. Tut mir leid, dass du so leiden musst. Jetzt haben wir die Geschichte, die Geschichte. Jetzt wäre es cool, wenn ich den wegbauen könnte. Geht. Geht. Und weiter geht's. Ist noch ein Busch, ist noch ein Busch. Es ist nichts passiert. Das so geht dir, Schalalier. Ja, Leute, es wird so, wie ich es will. Oh, shit, das ist noch ziemlich weit unten. Ne, das, ich hab, wir sind schon oben. Ja, das müssen wir ja nachher bauen. Oh, shit, so weit habe ich. Jetzt muss ich was probieren, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das dann funktioniert. Ob der das hält, weißt du? Jetzt müssen wir nochmal hoch. Da kommt ja eh der Laufrand hinter mir. Der wird ja überall bestehen. Und auf den Laufrand drauf die Treppe fixieren. Müsste ja normalerweise gehen, oder? Probier mal. Denn erst wenn du es probierst, wirst du es wissen. Ich muss jetzt nur hier genau drauf kommen. Okay, das läuft. Und das läuft auch. Perfekt. Dann bleibt es auch knörzlich. Wenn ich schon meine Frames nachher nicht sehen werde, wenn ich sie ausfülle mit Holz. So. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Ist egal wie rum. Perfekt. So, den anderen dann da hinten hin. Ne, erstmal will ich sie verbinden. Nicht so. So. Ich glaube, das wird richtig dünn. Schade, ist runtergeknallt. Ja gut, jetzt muss ich es natürlich dann hier auch nochmal machen, ne? Aber ihr seht schon, das funktioniert, ne? Das überlege ich gerade, ob ich das nach der Folge mache. Diese letzte Verbindung oder ob man das gleich machen und dann aufbrechen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Auch. So, und dann komme ich hier praktisch dann später aufs Dach. Juche. Also das klappt. Und die seitliche Verbindung, die jetzt hier noch fehlt, die muss ich jetzt halt hier noch einmal machen. Ne? Ja, aber weißt du was? Ich glaube, das mache ich noch eben. Super süß. Jetzt muss ich nur aufpassen mit den Spikes, ne? Naja, das gleiche Spiel ist halt nochmal. Aber dann hätten wir es zumindest, würden wir es mal sehen. Ich hoffe, ich habe genug Holz hier unten. Bevor wir dann gehen, ne? Den brauche ich zum Hochlaufen, ja, aber. Dann müsstest du. Kriege ich das auch so hin? Weiß ich nicht, glaube nicht. Ist da noch was Großes dabei? Kann ich das hier nicht nehmen? Nö. Ist leicht schräg, schade. Hi Maus. Das hier war der halbe, gell? Der muss weg. Gut, das sind noch welche. Und dann könnten wir theoretisch mit ein bisschen Glück mit ein bisschen Glück könnte man da heute schon aufs Dach. Ne, das will ich nicht. Ja. Perfekt. Was hast du hier für einen? Ein Dreiviertelsen? Schmeiß den mal da. Das ist nur eine Leiste. Was braucht man jetzt noch? Nochmal einen Schrägling oben, ne? Da komme ich von oben, glaube ich, hin. Das wird eine coole Butze. Jo, jetzt haben wir natürlich nicht mehr allzu viel Zeit. Also doch, wir nehmen uns die Zeit.
Wir müssen ja nicht zwingend ausmachen zur gewissen Uhrzeit oder sowas. Wir haben ja alle Möglichkeiten offen. Wenn ich jetzt hier runter, muss ich halt nochmal hochlaufen, ne? So. Ah ja, die verbinde ich dann hier. Den anderen, den kriege ich dann von oben. Denk an die Spikes. Drei rote waren es. Die haben wir abgewehrt und seitdem ist Ruhe jetzt hier, ne? Guck dir das an. Jetzt nochmal ohne runterfliegen, aber. Komm, die hauen wir jetzt noch dran. Dann haben wir ein bisschen was fürs Auge gehabt. Und dann gehen wir mal den alten Spotter untersuchen nochmal. Krass, oder? Und dann haben wir auch gar nicht so viel Platz verloren, wie ich ursprünglich dachte. Aber es war ja auch die Idee, dass wir den Platz hier rüber zu verkürzen. Das wird wahrscheinlich schon gehen. Und das haben wir das Problem, ne? Dass er hängen bleibt. Schade. Gut, aber das ist nicht so wild, weil es ja hier auch halb offen ist. Sieht nur ein bisschen krumm aus im Moment. Aber da lasse ich mal was einfallen. Nee, ist okay. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Ist schon recht. Unten noch abbauen. Unten noch abbauen. Haben wir noch so einen Halbling? Mit dem könnte ich es eventuell hinkriegen. Und zwar. Ja. Gleich von der. Ne, da wollte ich ihn nicht, Digga. Scheiße. Scheiße. Naja, da wollte ich ihn halt auch nicht was. Das wollte ich auch nicht. Leg mich am Arsch her. Warte, warte. Geben wir den auch noch. Ich muss ja den wieder rauslüpfen. Nee, war schon richtig. Was mache ich denn? Das war schon richtig. Hier muss ich nur weiter abbauen. So, Leute. Statt dem Balkon haben wir hier das Treppenhaus mittig. Und da drüben kommen dann die Balkone hin. Die werde ich allerdings dann von oben anschrägen. Die werden jetzt nicht so einen Kasten hier nochmal bilden. Was natürlich auch möglich wäre, aber durch die Treppe müssen wir das so machen. Außen werde ich es auch noch verkleiden. Unten werde ich noch einen Boden reinlegen. Spatzel, willst du mit? Willst du mit? Wir gehen kurz zu dem einen Spot. Komm mal mit. Zu dem hier. Komm. Du Pause. Danke fürs Aufräumen und alles. Gut, entweder kommt sie mit oder nicht, aber wir gehen ja da oben wahrscheinlich in eine Höhle. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Jetzt schlappen wir mal hoch. So, dann haben wir nämlich auch noch uns ein bisschen die Beine vertreten heute. Cool, also wir kommen jetzt vom Lager in den Wohnbereich, vom Wohnbereich aufs Dach. Das Dach soll ja jetzt nachher so schon ein typisches Satteldach werden. Aber nicht komplett außenrum zu alles. Oben will ich schön luftig haben. Das soll eher eine Dachterrasse sein, aber mit einem schönen Giebel und einem Dach. Zeige ich euch dann, wenn wir soweit sind. Das wäre mir persönlich ganz wichtig. Und wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie wir hochkommen. Und die Längsgeschichte hat sich jetzt auf 5 Elemente verkürzt. Und sobald wir die 2 Längsbahnen ohne zusätzliche Stützen drin haben, ist es alles kein Problem mehr, glaube ich. Hallo? Wo war denn das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. War das eine Höhle? War das eine Höhle oder war das was anderes? Wenn es halt eine Höhle ist, in der wir gleich auf 20 Mutanten treffen, dann schieße ich den ersten Raum leer. Und dann würde ich erst nochmal. Aber ich glaube, das war was anderes, Leute. Oh, das ist ein schönes Plätzli hier. Jetzt bin ich selber nicht mehr sicher. Jetzt gehen wir gucken. Jetzt sind wir eh schon da. Schuppdubidu. Weil für die nächste Höhlenrunde freue ich mich jetzt auch tierisch drauf, denn wir werden mit Schusswaffen spielen. Definitiv werden wir mit Schusswaffen spielen. Zumindest einmal, ne? Könnte mir vorstellen, dass wir da recht geschmeidig dann durchkommen. Ach, das ist noch eine ganze Ecke da drüben. Jetzt muss ich mir gerade, ist das die Höhle?
Nee, das ist hier die Geschichte. Mit dem Bemessungsding. Nee, Mann, wir brauchen die Schippe hier, ne? Oh, ich wollte gerade abmessen. Hier ist es. Schippenzeichen, tatsächlich. Auf geht's. Ich wollte gerade abmessen, wo die hinzeigen. Das ist umgefallen. Vielleicht ist es aber auch wieder sowas wie das Grab, weißt du? Da kommt tatsächlich was. Sieht aus wie eine Metallbox. Warte, mach mal hier. Tu mir mal einen Gefallen kurz, nehmen das. Danke. Hat nicht geklappt. Was ist denn das? Das ist ein Bunker, oder? Wie weit muss ich das aufbuddeln? Fertig, ja. Muss es ganz aufgebuddelt werden oder habe ich jetzt noch einen Denkfehler? Jetzt knallt er mir gleich einer, der Typi. Warte mal, ich will jetzt nicht unbedingt... Ach. Gib mir mal meinen Pfeil wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, aber es müsste doch normalerweise jetzt für mich irgendwie möglich sein, das Ding zu öffnen, oder? Wieso macht er keine Pause? So, geh mal weg. Bitte. Noch einmal. Vielleicht muss ich da noch eine Eckle oder so aufstumpen. Ah, da ging noch mal ein Stück. Keine Ahnung, ob man das so genau haben muss. Kommt schon der nächste, da kommt schon der erste Knochen. Aha. Maintenance. Das ist Wartungsarbeiten, heißt es, glaube ich, gell? Das ist ein Wartungsschacht für was? Wow. Ja, aber nicht, dass das jetzt die Geschichte ist, wo in den Patch Notes stand, dass da jetzt. Dass da jetzt ein Boss drin ist oder sowas. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja jetzt keinen Boss. Aber guck mal, hier sind auf jeden Fall schon mal Kisten, die ich zukünftig mit einplanen kann. Krass. 9 mm. Vorne pustet es auch, ne? Da sind bestimmt Babys drin oder irgendwas. Gib mir mal spaßhalber Ihmchen heute.
alles klar, richtig. Ich weiß halt nicht, was mich hier erwartet, ne? Da ist wieder so ein Sauger drin. Bleib mal bei Schrotkugeln. Vorne sind auf jeden Fall Viecher. Das sind Babys, gell? Scheiße, der nimmt nicht automatisch Feuerzeug. Oder hätte ich eine Granate schmeißen sollen? Die große Frage, mit was willst du es machen? Wo ist der Kleine jetzt? Kurzer Moment. Ja, das kann gut sein, dass ich da jetzt ein bisschen frühzeitig rein bin. Es hat super viel gebracht. Alter, wie gut ist das denn? So schön wird wahrscheinlich meine Butze nicht eingerichtet sein. Was ist mit dir? Vielleicht sind auch nur Babys drin. Machen wir spaßhalber das Licht kurz weg. Wir müssen es. Guck mal. Fleisch. Crunchies. Ah, die haben hier wohl einen Bunker gehabt. Ach, guck mal hier. Hast du gesehen? Hast du alles gelesen? Gut. Attention all. This, Schalali und Schalalümchen. Achso, ja. Ich guck mal, ob ich das dämmerige Licht hier nutzen kann. This afternoon it was discovered a painting from Mr. Pufton's personal collect has gone missing. If anyone has any information, please talk to me directly. Hank. Wer ist jetzt der Hank? Kriege ich hier was Neues? Wartungsschlüsselkarte. Unsere erste Keykarte haben wir gefunden. Gleiche Druckding, ne? Laservisier. Da war ein Laservisier. Kann ich das auf meine Schrotze machen? Nein, aber auf die hier könnte ich es. Cool. Ziemlich cool. Ein Laservisierle. Musste ich jetzt probieren. Hätte das sein können, der Platz. Aha. Katana. Stabile Rüstung. Und ein Kopf in der Hand. Ach, du hast dich doch bewegt. Aber erst als ich dran bin, ne? Plattencover collected. Ist das Virginia? Sehr interessant mit den Bunkern. Und er ist gleich bei uns in der Nähe. Und da wir den jetzt clear haben, können wir wahrscheinlich halt jederzeit hier Sachen holen, ne? Ist eher kaputt. Was? Night. Hier könnte ich pennen. Da hat er noch seine Klamotten zusammengelegt.
Ist das jetzt die Keycard, die erste, die wir haben, ne? Ich glaube, drei gibt's. Oh, oh. Liegt einer drin. Okay. Oh, ist krass. Tuxedo collected. Muss ich gleich beim Kelvin probieren, ob der das anziehen kann. Oh, krass, Alter. Ist die Frage jetzt, ne? Aber erst habe ich gedacht, es ist ein Mutant aus den Höhlen, so ein Blinder. Sieht aber aus, als könnte es auch ein Humanoid. Vielleicht ist das der Hank, Leute. Aber Hank hat ja kein Ehebett, oder? Wer weiß es schon. So, jetzt noch den Raum mit den Babys. Hoppla. Zack, gegen die Tür haben wir geknallt. Bub, blaues Auge. Und dann Heim und Virginia erzählt, wir haben einen riesen fetten Kampf gehabt. Es ist Licht, das lassen wir mal an. So eine Werkstatt. Müll. Energie. Drucker. Ja, aber wenn die Babys doch hier sind. Ich wollte gerade sagen, muss ja was drin sein, wenn die Babys hier sind, ne? Feuerwehraxt. Versus Ihmchen. Der Blockwert scheint gleich zu sein. Damage macht die hier mehr. Ich schätze mal die Geschwindigkeit. Oh, wie gut. Ich glaube, die hat nochmal eine Nümmerle mehr zu bieten, oder? Schön. Haufen Tools haben wir rausgeholt. Inklusive der, die ich jetzt wahrscheinlich übersehen habe. Ey, aber nicht schlecht, nicht schlecht, Nebles. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Es ist nur so ein... Krass mit dem... Der hat's auch drauf. Wie der andere drüber bei uns. Gut, die Uhr konnte ich jetzt nicht nochmal. Ey, alles klar. Wissen wir Bescheid, oder? Sehr spannend. Sehr spannend. Diggerle, guck mal, ich habe eventuell was Cooleres mit der Lederjack. Komm mal her. Jo, du kannst es tragen. So. Ich hab mal erledigt, Kelf. Jetzt gefällt's mir, Digga. Aber seine taktische Handschuhe wird er nicht ausziehen. Komm, wir gehen heim. Ja, super Geschichte. Leute, jetzt überlege ich gerade, ob wir morgen. Jetzt habe ich vergessen, das Ding abzulaufen, ne? Jetzt überlege ich gerade, ob wir morgen den anderen blinkenden Punkt bei uns gleich noch machen. Das war, ich glaube, das war eine Höhle, oder? Jo, das können wir doch machen morgen. Ich würde allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach, ich will die Treppe noch fertig machen, ne? Jo, ich jump jetzt heim, es ist eh dunkel. Super, spannend. Und vor allem hat es sich gelohnt, haben wir schön was rausgekriegt. Naja, dann hole ich dich morgen rein. Es kann sein, dass wir morgen nochmal, so wie heute, dass wir ein bisschen bei uns was machen und dann gehen wir zum Punkt und gucken nochmal, was da passiert. Wie gesagt, wenn wir mal irgendwo hinkommen, wo ich mich doch ein bisschen besser vorbereiten muss, dann gehen wir halt wieder raus, machen die Vorbereitungen und dann geht's weiter. Schöne Runde war's. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis morgen, Leute.